Moin Falk. Guten Morgen, Herr Philipp. Aufgrund vielen Anfragen von euch behandeln wir das Thema Unterschied Drehleiter versus Bühne. Gehen wir dran. Philipp! Falk! Wo sind eigentlich effektiv die Unterschiede Drehleiter, Bühne an Schräglagen? Ich würde sagen, wir fahren mal direkt an der Hang und schauen uns dann die Unterschiede mal genauer an, wenn die Fahrzeuge da stehen. Genau, das machen wir. Lass uns zusammenräumen. Thema Abstützung zur Drehleiter haben wir ja schon mal in einem separaten Video gesondert erklärt und genauer gezeigt. Hier jetzt einfach nur noch einmal, ich habe da vorne die Radkeile an der Vorderachse untergebracht, stütze jetzt die rechte Seite maximal ab und klappe parallel noch den Rettungskorb mit auf. Stütze ich noch die linke Seite final ab, hier bleibe ich jetzt in Kontur vom Fahrzeug. Jetzt haben wir die linke Seite noch fertig abgestützt. Der Druckumbau vom Unterwagen ist auf den Oberwagen erfolgt. Und jetzt könnte ich den Leitersatz schon in Betrieb nehmen. Philipp, dass wir alle verstehen, wie der Niveauausgleich funktioniert, Drehleiter versus Bühne, sollten wir vielleicht die Drehleiter doch nochmal aufrichten und rüberdrehen. Wenn es zusätzliche Fragen geben sollte, haben wir das Ganze ja in einer anderen Folge schon mal behandelt, was die Drehleiter betrifft, an Schräglagen abzustützen. Nur noch mal zum Wiederholen, wie funktioniert die Nivellierung der Drehleiter? Genau, richtig. Weil das Fahrzeug ja jetzt an sich immer noch in der Schräglage steht, wie der Hang, an dem wir stehen. Wir haben jetzt den Leitersatz 90 Grad gedreht, dass man noch mal sieht, wie der Geländeausgleich, der Terrainausgleich hier funktioniert. Der Falk wird jetzt uns das Ganze mal bei der Bühne zeigen, wie man hier vorgeht. Genau. Gehen wir rüber. Identische Situation wie bei der Drehleiter. Automatisch abstützen. Die Besonderheit wiederum hier, ich muss die Holzplatten unterlegen. Linke Seite stützen wir fertig ab. Bodenkontakt schaffen. Jetzt schwenken wir rüber auf die rechte Seite. Ich unterlege erst die Holzplatten. Und jetzt fängt der interessante Part an. Wir schaffen Bodenkontakt. Ich bleibe hier, wie bei der Drehleiter auch, in Kontur. Das Fahrzeug ist plus minus 1 Grad im Toleranzbereich abgestützt. Wir haben alle Räder frei. Und somit können wir jetzt den Oberwagenbetrieb ohne Probleme durchführen. Hier findet natürlich der ganz große Unterschied Drehleiter-Bühne statt. Wir haben im Oberwagenbereich keinen Terrainausgleich. Zeige ich euch eben, dann würde ich rüberdrehen. Jetzt haben wir den schönen Unterschied Drehleiter, Bühne an Schräglagensituationen. Die Drehleiter ist an Schräglagensituationen schnell und agil, geringfügig Zeitverlust. Bei der Bühne, dadurch, dass wir hier plus minus 1 Grad in Waageposition stehen müssen, haben wir einen leichten Zeitverlust. Ist die Maschine abgestützt und der Oberwagenbetrieb startet, haben wir identische Zeitverhältnisse wie zur Drehleiter, um an das Objekt, an das Fenster heranzukommen. So, jetzt hier nochmal Fazit zu dem Gesamtthema Abstützungsunterschiede Drehleiter versus Hubrettungsbühne. Bei der Drehleiter, wie man es jetzt hier nochmal schön sieht, das Fahrzeug steht an sich in derselben Schräge wie der Untergrund und der Geländeausgleich wird über den Drehturm im Oberwagen vorgenommen. Bei mir, Philipp, ist es natürlich ganz anders. An der Bühne sieht es so aus, die Bühne wird komplett freigehoben. Alle Räder müssen in der Luft sein.
dieser Niveauausgleich findet über die Abstützung statt versus der Drehleiter. Das ist hier der ganz große Unterschied. Seitens Abstützbreite haben wir natürlich nochmal einen großen Unterschied. Bei der Bühne ist die Abstützbreite aufgrund der Masse deutlich höher wie jetzt bei der Drehleiter. Zur Flächenpressung ist es auch nochmal eine Thematik. An den Abstütztellern müssen die Holzplatten untergebracht werden. Und das sind eigentlich so diese Grundsatzthemen seitens Drehleiter, Bühne, Findungsphase, worin, welche Maschine funktioniert da besser. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu dem Vergleich Hubrettungsbühne versus Drehleiter, schreibt uns einfach an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse und wir verabschieden uns dann in den wohlverdienten Feierabend. Bald. Ciao. Ciao.